Na gut, wir haben fast kein Geld, haben unseren Auftrag gerade abgeschlossen, aber wir haben auch das Akkumage-Spiel hier, um ein wenig Geld in unsere Kassen zu bringen. Was kann ich euch bringen? Klick, Siegesbedingungen. 50er Turm, 50er Mauer starten wir. 100er Turm oder 300 Ressourcen. 50 mehr Turm klingt nicht so schwer. Aber gucken wir mal. Wow, wir fangen so mit richtig viel Ressourcen pro Runde an. Jetzt Steinbruch plus 1 zu erhöhen ist nicht so eine Priorität, wenn man schon 5 hat. Ja? Na gut, wir nehmen Bestiarium plus 2. Weil bei Grün gibt es ganz schön teure Karten, wie den Drachen zum Beispiel. Und den hätte ich schon ganz gerne. Was zur Hölle hat der da gerade gemacht? Weiterer Zug, weiterer Zug, weiterer Zug. Und weiterer Zug und noch was. Komischer Chaos. Was machen wir denn mal Schönes? Wir können Juwelen klauen. Juwelen klauen ist immer gut. Da kann ja keine blauen Zauber sprechen. Das machen wir nochmal. Wenn Magie, Größe Magie des Gegners. Nein. Wir könnten auch Steinbruch erhöhen und dann die Runden abwarten, bis wir bei 300 sind, aber. Nee. Warum geht der immer auf unsere. Minus 1 Steinbruch plus 10 Mauern. Nee. Ah, bei Kreaturen wird das sogar ziemlich schnell gehen, auf 300 zu kommen, oder? Also, schnell, relativ. Sollten wir langsam mal entscheiden. Plus 5 Mauer plus 1 Bestiarium. Ja, komm. Wir versuchen jetzt ohne. Ach du gute Güte. Ich wollte gerade sagen, wir versuchen jetzt erstmal ohne Kreaturen auszukommen und auf 300 zu schießen, aber die 40 Turm kriegt er 0, nix. Also nee, wir müssen ihn runterprügeln. Da geht nichts dran vorbei. Minus 3 Juwelen geht in den Schaden. Machen wir gleich. Plus 1 Magie. Das ist sehr gut. Denn jetzt kriegt der Gegner 12 Schaden vom Einhorn. Joe nimmt Schaden. Er ist immer noch auf 60. Nochmal Magie. Mauer. Gegnerschaden. Ne, komm, eigenen Turm ist mal hoch. Jeder Turm nimmt 7 Schaden minus Magie für alle Spieler. Ah, Sübel. Aber ich glaube, das mache ich. Weil er hat erstmal nicht viele Juwelen und er kriegt auch weniger Juwelen pro Runde als wir. Ja. Und er kriegt genau die Karte, die das Ganze dann wieder ausbalanciert. Das ist. Kaputt. Und dann macht man seine Magie absichtlich wieder runter. Das ist interessant. Aber so wirklich voran komme ich auch nicht. Ich kann aber nicht auf die Kreaturen jetzt verzichten. Weil wir müssen seinen Turm runterbekommen, sonst, wenn er jetzt ein, zweimal Glück hat beim Kartenziehen, dann ist er auf 100. Geht in 2 Schaden. Ja, komm, ein Punkt. Plus 5 Turm. Plus 3 Turm, wären schon mal 8, wären wir bei 56. Okay, 56. Gleichstand, quasi. Plus 5 Turm, ja. Wenn Turm des Gegners gleich 0, 10 Schaden. Nee, ist nicht so wirklich 0. Plus ein Steinbruch brauchen wir nicht wirklich. Mehr Mauern brauchen wir nicht. Na komm, Goblins, mach ein bisschen Ärger. Plus 11 Turm. Das brauchen wir. Jetzt kommen noch ein paar davon. Dieses Drachenauge bringt, glaube ich, plus 20 Turm.
plus 1 Magie, plus 3 Turm, plus 1 Turm des magischen Gegners. Des Gegners. Ja komm, ein Punkt, das ist mir. An dem einen Punkt wird es bestimmt hängen. Plus 2 Steine, plus 2 Juwelen, weiterer Zug. Okay. Plus 2 Turm, plus 4 Mauern, geht ihnen 2 Schaden. Plus 5 Turm, plus 1 Magie. Das sieht doch sehr schön aus. Plus 6 Mauer, Gegner einen Schaden. Aber die Mauern kriegen wir irgendwie nie kaputt. Aber ja, es sind halt die Regeln aus der Zwergenstadt. Da macht das Sinn, wenn die Mauern hoch sind. No, na ruht auf. Wenn Mauer höher als Mauer des Gegners. Ja. Sehr schön. Wenn Mauer des Gegners größer gleich 0. Also größer 0. Ist nicht größer gleich. Gegner 10 Schaden. Gegner nimmt 10 Schaden. Ja. Gleich haben wir ihn runter. Das muss schneller gehen. Kriegen wir ihn irgendwie kaputt? Hiermit könnten wir ihm 6 Schaden verursachen, was wäre Verschwendung von der Karte. Plus 1 Steinbruch. Plus 12 Turm. Ja, komm schon. Noch ein ganz kleiner Fitzel. Plus 20 Turm, yes. Und gewonnen. Sehr schön. 2200 Gold. Klick. Und den können wir auch abhaken auf meiner Liste. Zwergenstadt. Zwergenstadt. Fertig. Also mit Arcomage. Essen. Steinsuppe. Es gibt nichts Besseres. Geschmackssache. So, was haben wir noch in der Stadt selber zu tun? Wir sollten zum Trainer. Inventar ist auch. Können wir das wirklich brauchen? Ziemlich zugemüllt. Kann alles vertickt werden. Das können wir hier auf dem Marktplatz machen. Oh, und wir müssen die Rüstung reparieren. Wenn das den Girogon kann, was ich bezweifle. Repariert. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Die hier könnte ein Problem werden, weil das eine höher. So gut wie neu. Nee, ist es nicht. Das schaffe ich nicht. Richtig. Das darfst du also reparieren. Und das darfst du reparieren. Nicht aus Versehen verkaufen. Da ist die Bank. Waffenhändler. Sucht ihr etwas? Reparieren. Achso, er ist ein Waffenhändler. Der kann keine Waffen, keine Rüstung reparieren. Ja, okay, das macht Sinn. Weg, 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 weg. Nö. Danke für euren Besuch. Die besten Rüstungen! Reparieren. 52, das ist zu vertreten. Raus, raus, raus. Und. Ja. An sich ganz nett, aber wir brauchen das Geld für was anderes. Bis bald! Primär brauchten wir es für ihre Wassermagie, richtig? Richtig. Du anziehen. Ist der richtige? Ja. Du anziehen. Ganz normale Rüstung ohne irgendwelche Boni. Das können wir später auch noch verkaufen. Tränke. Wir brauchen geschafft. Gute Tränke. Sowohl Mana als auch Heiltränke. Geschafft. Kraft 9. Achso, du bist der Questgegenstand für die Zwergenrettung. Katalysator mit 10. Wird ein Katalysator mit 14, weil sie hohe Alchemie hat. Das heißt, wir können jetzt einen ganz billigen Heiltrank herstellen. Geschafft. Mit 5. Geschafft. Und tada, 14. Leider haben wir nicht so viel von dem Katalysator, aber geschafft. 9 reicht die. Geschafft. Die perfekte Mischung. 5. Die perfekte Mischung. 9. Okay, wir haben 3 Heiltränke. 2 Sulala und eine mittelmäßigen. Wir hatten hier doch einen Alchemisten in der Ecke, richtig? Ich glaube, das war hier rum. Ja.
starke Tränke. Nicht dich in die Luft jagen. Rezepte für ganz tolle Sachen, aber die sind alle noch zu hoch. Da müssten wir Experte oder Meister in Alchemie sein. Furcht verjagen, Heldentum aufladen. Eine leere Flasche. Okay. Warum ist die bei besonderen Sachen? Sollte eigentlich hier sein, genau. Meteorfragment. Du. Sehr schön. Hallo, wie geht's euch? Du hattest nichts ordentlich. Wir waren schon mal hier. Aber wir können hier was verkaufen. Nehme ich dich für 1000 Gold. Noch irgendwas lernen, reparieren, erkennen, reparieren. Danke. Nee. So. Jetzt sind wir hier soweit fertig. Das heißt, wir können jetzt raus, wenn sie uns lassen. Und dann versuchen, die Hügelgräber anzugehen, aber ich denke, vorher geht es erstmal nach Harmondale. Was sagt unsere schöne Karte? Einfach hier nach Norden gehen. Good day. No. Ich höre Geister. Was machst du? Feuerresistenz. Okay, nicht ganz so wichtig, aber sei es drum. Oh, der Bienenschwarm funktioniert bei Geistern. Der Spruch nicht. Also Lunanera könnte auf jeden Fall schon mal gegen Geister kämpfen. Das ist praktisch. Sobald Talana den Säurestrahl hat, können sie bestimmt auch was machen. Also Eis macht jetzt noch gar nichts. Das heißt, taka, taka, taka. Kaputt. Du bewegst dich ganz schön komisch. Geh weg. Genau, flieh. Ja. Also manchmal sind die Gegner wirklich komisch. Vor allem Geister, die nicht durch eine Holzbarriere kommen. Aber sei es drum. Gehen wir einfach hier hin. Und weg. So, wir wollten einfach nur nach Norden laufen. Oh, ganz schön steil. Da ist ein Geist. Ein ganz einfacher Geist. So. Nicht Füße verknacken. Gut. Oh, dich nehmen wir mit. Klick. Oh, und Gold. Und Goggles. Da oben ist noch ein Brunnen. Also ja, wir haben definitiv noch sehr interessante Sachen hier zu erledigen. Aber Prioritäten. Erstmal Wassermagie-Expert werden. Und dann gucken wir weiter. Wir könnten auch noch die Expertenränge für die Klerikerin brauchen. Und mir fällt gerade ein, was wir in der Zwergenstadt vergessen haben. Wir wollten eigentlich noch zur Trainingshalle. Aber das können wir genauso gut hier machen. Und hier gucke ich nochmal ganz kurz, ob irgendwo... Hier war der Schwertmeister drin, das weiß ich noch. Ob hier irgendwo auch noch Expertenlehrer waren. Sechster Sinn... Monsterkunde? Nix und Erdmagie? Erdmagie ist hier schon. Lara Steinbrecher, Meister der Erdmagie. Na, Tulerianischer Forst. Pfeilspitzen. Die können wir verkaufen. Ja. Wie teuer ist Experte? 2000 wahrscheinlich. Das heißt, wir könnten jetzt für 2200 Dingens kaufen. Pfeilspitzen. Die sind ganz schön groß. Wann sagst du nein? Gero, wann sagt nie nein? Platz. Doch, da. Und die verkaufen wir gleich alle. Und dann gucken wir, wie viel Profit das gab. Also es waren jetzt... Sieht echt abgefahren aus. 7 Stück. 12 Stück. Also 2400 Gold.
Wenn wir sie verkaufen, kriegen wir hoffentlich mehr als 2400 Gold. Oh, warte mal. War hier noch irgendwo Lehrer oder so?